Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem zweiten Let's Play Arma 3 auf D100.eu. In der letzten Folge ging es halt darum, mit mir die DP-Missions machen wollten und ich euch die Map ein bisschen vorgestellt habe. Allerdings kam mir da ein kleiner Unfall dazwischen. Ja, jetzt geht's einfach da weiter, wo wir eben aufgehört haben. So, Herr John, wir können von mir aus weitergehen. Ja, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir mal wieder zurück Ja. und fliegen mal wieder zurück zu ihrem Auto. Hoffentlich steht's noch da und keiner hat's geklaut. Ja, sie haben das hoffentlich abgeschlossen, oder? Ja, ich weiß ja nicht, wie die Banditen hier auf Altes sind. Also beziehungsweise die Rebellen. Ja, es kommt auf die Tage an. Es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. In guten Okay. Tagen, da sind sie nicht sehr aktiv und kümmern sich um Drogen und sowas alles und ja. Und an Okay. schlechten Tagen überfallen sie dann eben mal kleine arme Auswanderer, nenne ich sie mal. So ein wie mich. Und zum Beispiel, ja. Okay. Sieht ja nicht schön aus. Gell, wunderbar. Frisch poliert, frisch gewaschen. Ich hoffe, der fliegt mit So, dann Erdgas. wollen wir mal. Ja. Ja, natürlich. Gut, weil diese Windräder hinter uns, die verursachen schon genug Müll. Mit ihren Ausstoßen. Die Windräder? Ja. Sie brauchen Strom, damit sie angehen, und sie verbrauchen Strom, damit sie halten. Und diesen Strom, den sie zum Anmachen und Anhalten verbrauchen, holen sie nicht mal in 2 Tagen wieder rein. Ja gut, ich weiß auch nicht, wer sich das hier gedacht hat, aber unsere Regierung, die wird das alles schon durchgeplant haben. Ja, hoffen wir es mal. Und ich glaube auch, das sind die einzigen, die es hier auf der Insel gibt. Okay. Was stehen hier unten für 2 rote Autos? Die sind mir eben schon aufgefallen. Ja, das wird wieder von irgendwelchen Leuten sein, die ja zu viel Geld haben, nenne ich es manchmal. Okay, nee, dazu gehöre ich noch nicht. Sehe ich das richtig? Ein Auto für die Räder? Oh ja, da hat schon jemand ihr Auto repariert. Dein Auto. Da war aber jemand freundlich. Hilfsbereit. Eindeutig repariert. Wenn Sie haben jetzt einen Werkzeugkasten dabei. Hier ist noch niemand zu sehen. Ja. Wo kommt der Tankstellenwärter? Also, wer hat mein Auto repariert? Wenn ich das wüsste, ich würde mich bei ihm bedanken. Aber ist hier gar keiner hier. Hallo? Hallo? Scheint keiner Hallo. Hier zu sein. Oh, ich lauf mal hier drüben gucken. Ha, da wurde unser Auto einfach so repariert. Das finde ich mal nette Bürger. Hallo. Scheint, als wäre keiner zu Hause. Nö, es ist keiner hier zu finden. Komisch, komisch. Ja. Na gut, Richard. Ich werde dann auch wieder meinen Tagesdienst antreten. Ja, vielen Dank für Ihre Mühe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, wenn Sie denn mal sich eventuell als Sanitäter bewerben wollen,
können Sie sich ja mal auf ein Praktikum bewerben bei uns. Okay. Ihre Forumadresse So, dann wünsche ich Ihnen noch einen für schönen Tag. Ihr Sanitäterforum ist doch der e100.eu, oder? Ja, genau. Alles klar. Da gibt es auch die sämtlichen anderen Staatsfraktionen, wo man sich dann bewerben kann. Okay, dann schaue ich da mal die Tage vorbei. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und fahren Sie demnächst ein bisschen vorsichtiger. Ja, vielen Dank. Ja, das werde ich tun. Und wenn Sie wieder was haben, können Sie sich gerne wieder an mich wenden. Okay, danke schön. Dann tschüss. Tschüss. Schönen Feierabend noch. Ja, danke. Bitte. So. Jetzt geht's eigentlich weiter damit, wo wir eben aufgehört haben. Mit der DP mischen. Ja, eben habe ich schon, also in der ersten Folge habe ich ja schon einiges erklärt bezüglich des Servers, sowas noch kommen muss. Viele Leute, die erste Folge nicht gesehen haben, es wird die Australien Map kommen, es werden verschiedene Fabriken kommen, wie zum Beispiel eine Waffenfabrik, eine Autofabrik, eine Textilfabrik, eine Plastikfabrik. Viele neue Automarken, wie zum Beispiel Ferrari, Aston Martin und noch viele mehr. Des Weiteren wird das Warenwirtschaftssystem nochmal richtig angepasst, dass man nochmal mehr Geld bekommt für die neue Map, weil dort gibt es halt größere Flugzeuge, größere Sitten, neue Häuser und viel, viel mehr. Ja. Falls ihr Lust habt, mal hier drauf zu kommen, müsst ihr euch den Mod ganz einfach auf der Homepage von der EN100.eu runterladen. Den Link packe ich euch von mir aus in die Beschreibung. Ja, also der Link zum direkten Download. Wenn ihr den Launcher gedownloadet habt, das ist eine so Typ.exe heißt sie, müsst ihr die Exe als Administrator starten. Den ARMA3-Pfad auswählen, da wo euer ARMA3 installiert ist, nicht da wo nur eure Exe ist, sondern da wo ARMA3 installiert ist, ist meistens im Steam-Ordner. Und dann prüfen und starten. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Files hier von dem Server habt. Dann lädt ihr die alle automatisch runter, das kann je nach Internetverbindung von 5 Minuten bis ein paar Stunden dauern. Also ich habe 10 Minuten gebraucht, dann hatte ich das alles, das war jetzt nicht so lang. Aber die Zeit, wo ihr warten müsst, rentiert sich auf alle Fälle. Das kann ich euch versichern. Weil, wie ihr seht, auf Altes, mal mit anderen Fahrzeugen rumzufahren, anstatt einen Geländewagen, Quad SUV und so, macht halt schon richtig Laune. Vor allem, wenn die dann noch so gut detailliert sind, wie zum Beispiel hier das Auto innen drin. Wo der Rückspiegel funktioniert und alles andere auch. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Motorräder, wie Sie gerade eben gesehen haben, wie der nette Herr Pater und Camillo mit seinem Motorrad ankam. Das ist eins von vielen Motorrädern, die es hier auf Altes, nenne ich jetzt mal, gibt. Sind auch nicht so teuer. Also das kann sich eigentlich jeder leisten. Es gibt verschiedene Arten, es gibt Motocross-Motorräder. Ja, mein Fahrskill ist gerade aufgestiegen, wie Sie sehen. Er beträgt jetzt 0,25, das ist nicht gerade viel, aber immerhin besser als nix. Ja, hier wären wir bei der Delivery Mission angekommen. Paket abliefern. Du hast 6.880 verdient. Paket abholen. Bring es zu DP10. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich DP-Missionen mache und keine anderen Missionen, da die DP-Mission momentan noch am meisten Geld geben, mache ich natürlich diese. Um etwas schneller an Geld zu kommen, um euch die neuen Fahrzeuge, wie zum Beispiel die Passagierjets, eine normale Cessna oder ein Jetski oder ein stinknormales Motorboot oder verschiedene andere Fahrzeuge zu zeigen. Unter anderem auch die Taxizentrale mal vorzuführen und. Das werdet ihr aber alles in den späteren Parts sehen. Ja. Wenn ich das Paket jetzt abgeliefert habe, mache ich erstmal einen Aufnahmestopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in Kavala. Wieder. Ja. Was gibt's noch zu sagen?
Ihr habt euch sicher gewundert, warum ihr jetzt lange Zeit von mir keine Videos kam. Das liegt vor allem daran, dass ich relativ wenig Zeit hatte. Sie jetzt momentan auch noch nicht so viel habe, aber ich versuche besser draus zu machen, euch nochmal regelmäßig ein paar Videos zu bringen. Muss ich da jetzt rein? Ne, das ist die nächste. Ja. Die E100 werdet ihr eine. Von den Let's Plays von der E100 werdet ihr eine Playlist auf meinem Kanal finden. Dort werdet ihr dann alle Let's Plays von diesem Server sehen. Wie man hier anfängt, sieht man ja jetzt hier im ersten Let's Play und in dem zweiten. Ja, da mache ich halt. Also ihr seht halt hier bei meiner Let's Play-Reihe, wie ich mich von nix nach oben arbeite. Also was ich halt auch zumindest vorhatte. Was man noch dazu sagen sollte, alles was ich jetzt erfahre an Geld, an Fahrzeugen, an Skillpunkten, an was weiß ich, was hier noch alles gibt, das bleibt natürlich auf der neuen Map erhalten. Also es gibt kein Datenbank-Reset. Sprich, wenn er jetzt noch draufkommt, um euch hier ziemlich schnell Geld zu verdienen mit NDP-Missions, wäre es von Vorteil, jetzt drauf zu kommen, da auf der neuen Map auf der Australia alles relativ groß ist und man für DP-Missions dann ein Flugzeug braucht. Also wollten sie zumindest mal einführen. Oder halt ziemlich lange Strecken mit dem Auto. Aber mit dem Flugzeug wäre es halt einfacher. Die neue Map Australia besitzt, glaube ich, 6 oder 7 Flughäfen, wo man alle mit dem Autopilot landen kann. Also keine Sorge für die Leute, die nicht landen können. Funktioniert aber mit dem Autopilot. Ja. Ich sollte nicht so viel Offroad fahren, weil sonst passiert genau das. Dann laufe ich halt jetzt die restlichen Meter. Ja. Die Australia-Map ist im Gesamten. Ist im Gesamten, Entschuldigung. So rund. Ich würde mal schätzen. 1 bis 2 GB groß. Ja. Dann liefere ich das Paket jetzt ab und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Play DE100 auf DE100. Ja, das war jetzt ein bisschen zu früh Abschied genommen. Weil ich finde den Punkt nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und bis bald.